Hallo Modelleisenbahnfans, heute möchte ich in eine Pico Ludmilla Protor Sound einbauen, und zwar ESU Lock Sound 5.0. Habe ich schon mal programmiert, schon mal vorbereitet. Ich habe da schon mal was vorbereitet. ESU Lock Sound 5.0 bauen wir in die Pico Ludmilla ein. So, ihr seht das gar nicht, dass ich hier schon fleißig auspacke. Ich hole euch mal näher ran. So, da haben wir das gute Stück. Na, erstmal hier noch den einen Schuber raus. Dann den Haken rausklicken. Und die Lok rausheben. So, dann bauen wir das wieder zusammen. Also Zurüstteile sind vorhanden. Da ist Pico immer fleißig und sehr schöne Transportbox. Also da, wenn ich so an die alten von früher denke, die hielten gar nicht. Die erhalten auch mal einen Stoß. So, da haben wir das Schmuckstück. Also die Trägestelle sind schön gängig. Alles gut. Gucken wir mal. Pico hat geschraubt. Dann Schraubenzieher. So, das Uhrmacherwerkzeug. Einmal. Na. Hier ist er. Nummer 1. Und hier ist auch noch eine. Nummer 2. So, nochmal unter das Drehgestell gucken. Ne, da ist nichts weiter. Und hier auch nicht. Also müsste sie jetzt aufgehen. Jawohl. Perfekt. So, da haben wir wieder das mit den Jumpern, was ich mir nie merken kann. Aber dafür haben wir eine schöne Beschreibung hier hinten drin bei Pico. Schönes Briefchen, und da schauen wir mal rein in die Beschreibung. Allgemeine Bedienungsanleitung. Fangen wir von hinten an, da ist das meistens. Jawohl, ich habe es schon gefunden. So, Jumper 1. Jetzt müssen wir das Ganze wieder rumdrehen. Yep. Und dann drehen wir natürlich das auch rum, falls es da einen Führerstand 1 und 2 gibt. So, Brückenstecker. Fernlicht brauchen wir nicht. 1 und 2 Rangiersignal. BKP. So, Jumper 2, da ist die
Über Arc 7, ne, das schreibt man sowieso nicht. Das ist so gesteckt. Auf A müssen wir das setzen. Jumper 3. Wo ist Jumper 3? Ich bin blind. Ach, hier in der Mitte. Der steckt auf Maschinenraum schaltbar über AX 5. Dann müssen wir auf A stecken. Yeah. Die werden auch immer kleiner. So. Oh, die sind verbogen. Deswegen habe ich den nicht reingekriegt. Der war ein Stückchen verbogen. Da haben sie schon gewürscht. So, jetzt habe ich ihn nämlich drin und jetzt rutscht er auch schön rein. So, und jetzt steckt er auf A. Und A ist Maschinenraumbeleuchtung schaltbar über AX 5. Das haben wir schon. So, und der steckt, Jumper 1 ist der hier. Der steckt nur Fernlicht schaltbar über AX 6. Und Jumper 2, Fernlicht schaltbar über AX 7. Nee, das ist nicht. Die 2-2 rangierlich schaltbar über AX 7. Und die 2-3 ist gesteckt. AX 7. So, das andere ist F0 Stirnlicht, Zugschlussleuchte hinten rot, AUX 1, Zugschlussleuchte vorne rot, AUX 2, Führerstandsbeleuchtung vorne, AUX 3, AUX 4, Führerstandsbeleuchtung hinten, AUX 5, Maschinenraumbeleuchtung. So, dann haben wir das, die Jumper schon mal erledigt. Dann können wir das hier wieder einpacken. Nee. Hier kommt ja jetzt noch der Brückenstecker. Den ziehen wir mal raus hier. So. Dann kriegt den Tütchen. Da müssen wir mal gucken, wo wir Tütchen haben. Ja, hier nehmen wir das. Das wird nämlich alles aufgehoben und das kommt hier mit rein, das passt hier genau rein. So, und dann können wir das wieder zumachen und hier reinschieben. Fertig. So, jetzt kommt der Lautsprecher. Ja, hier haben wir noch nicht bemalt. So. Kleine Zange. Für die Schallkapsel. So, das ist offen. Dann wollen wir dann mal.
wieder einen Rest rauspumpen aus dem Kapillar, dass es frei ist. So. Und die Kapsel, ups, draufsetzen. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch Lokführer, weil da sind keine drin. Pico macht das nicht. So, hier haben wir Lokführer und hier haben wir Lokführer. Hier haben wir die grün, da haben wir eine ganze Menge. Dann nehmen wir so einen. Und einen mit blauen. Oder wir nehmen den hier mit schwarz. Nee, das ist egal. So, da haben wir Lokführer. Nehmen wir uns das vor. Das schieben wir nach. So, jetzt brauchen wir noch einen spitzen Schraubenzieher. Ein Stückchen nach hinten. Da haben wir den draußen. Das muss man einfach bloß nach hinten schieben. Also nach innen. So, mal sehen, den müssen wir wieder passend machen. Ja, der passt rein. Der passt sogar rein. Aber die Arme sind so weit oben. Wir müssen dann die Arme mal versetzen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Wenn wir das hier reinschneiden. Hier ein Stückchen rausschnibbeln. Und den Arm dann runterdrücken. Und ankleben, ja. Die Seite geht nicht so einfach. Wir machen den ein Stückchen kürzer. Wir schneiden ein Stückchen Hintern weg. Da sitzt er nicht ganz so hoch. Da sitzt er tiefer. Und schon passt er perfekt hier rein. Einmal ankleben bitte. Oh, zugesetzt. Schön wieder offen. Nee, das müssen wir noch mal machen. Jetzt pustet's.
der sitzt. Den Lokführer Nummer 2. Nach hinten. Einfach nach hinten drücken. Und dann die Kleber bleiben entweder dran oder gehen ab. So, dann möchte ich auch hier so mit den Händen ein bisschen verformen. Und von der Höhe, passt mit den Knien, aber es ist zu hoch. Da nehmen wir auch noch ein Stückchen Hintern weg. So. Jetzt sind die Füße zu lang. Muss man noch ein Stückchen die Füße kürzen. So. Arme runterbiegen. So. Und ankleben. Ja, das sieht doch gut aus. So, freipusten. Ja, das ist fast leer hier. So, dann können wir hier schon den Decoder draufstecken. Und den Lautsprecher hier reinlegen. Ihr könnt schon langsam wegräumen. Da haben wir den schon aufgerüstet. Ah, die Dachpartie sieht wirklich gut aus. Wenn sich dann noch jetzt hier die Lüfter drehen, aber das wird nicht möglich sein, das wird zu eng werden. Jetzt müssen wir mal hier die Klebepads damit die Führerstandsbeleuchtung nicht weiter durchleuchtet, haben sie hier so schwarze die sind eigentlich schon festgeklebt. Da könnte man schon, aber wir können ja nochmal eins, das BR232-660 Protor SA. Ja, das ist ein schöner Wildmiller. Griffstangen sind silbern, Führerstand A und B gibt es da, nicht 1 und 2, sondern A und B. Vorne steht
Eins. Eins. Die haben in der Lampe den orangenen Kringel. In der dritten. Und hier. Ja, sogar die Luftschläuche sind beschriftet. Und hier unten steht es auch nochmal. BR232-660 Proton. Proton. Ja. Haftreifen. Eins. Zwei. Zwei Haftreifen. Ein hier. Und ein hier. Angetrieben. Angetrieben. Also vier Achsen sind angetrieben. Die mittleren rutschen durch. Ja, das ist so typisch wie die anderen Ludmillas von Pico. Genau das gleiche. Warum auch anders soll es anders sein? Was ich schön finde, sind hier die Lüftungsgitter, kann man durchgucken. Ne, und das Grau ist dasselbe wie das Dach. Schwarz-Grau würde ich sagen. Weiße Griffstangen und ein schöner Dachgarten hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sind das die Widerstandsbremsen? Die werden hier gekühlt auf dem Dach. Wie gesagt, das ist ja eine, es ist keine richtige Diesellok, das ist eine dieselelektrische. Mit dem Dieselmotor wird ein Generator betrieben und der setzt dann die Fahrmotoren unter Strom. Also dieselelektrisch ist die Ludmilla. Ist nicht bloß eine Diesellok, die ist dieselelektrisch. So, da wollen wir mal den ersten Führerstand wieder einbauen. So. Dann einfach vorschieben. Und da rastet der ein. Die schwarzen Pads andrücken und schon ist der fest drin und der Lokführer sitzt auch drin. So. Das zweite. Kann man sie schlecht anfassen hier. Damit ihr es mal seht, dass das eigentlich einfach geht, bin ich hier in der Kamera, ich sehe es gerade nicht, einfach rein, vorschieben, und der rastet dann ein. Klack, habt ihr es gehört? Und hier sehe ich, dass wir das Pad nicht an der richtigen Stelle haben. So. Hier sieht man es, da ist ein bisschen von der Kante, halt, ich nehme mal den Schraubenzieher. Die braune Kante hört hier auf und bis hier unten deckt jetzt dieses schwarze Klebeteil das Licht ab. So rum war's. Ja, dann können wir es schon wieder zusammenbauen. Zack. Da war's das schon. Schrauben. Nee, nicht erwischt. Jetzt. Ja, erstmal verkehrt rum und dann macht es klack und dann merkt man, dass er eingerostet ist. Ja, nicht zu fest, noch fest kommt ab. Sehr. Verkehrt rum. Und jetzt hat es klack gemacht, ne?
jetzt. Sehr und fest. Und fertig. Schon haben wir die umgerüstet auf digital mit Sound. So, das ist alles zum Wegschmeißen. Das heben wir auf. Das kommt zum Aufklebern. Wo habe ich denn die hingeschmissen? Hier habe ich ein paar. Dann die Schrauben hier weg. So, dann einmal Altpapier. Dann kriegt sie noch eine Nummer unter die Lok. Hier auf Pico, das wissen wir ja, dass das eine Pico ist. Ja, die hat die Nummer 50. Auf den Karton. Ja, machen wir hierher. Und dann haben wir noch eine Nummer. Kommt hierher. So. Dann wie immer diese Folie schneiden wir uns raus. Die kann man für gut für viele Sachen gebrauchen. Ach, war nur richtig. Erstmal habe ich sie dort verschnitten. Ist aber nicht problematisch. Dann machen wir noch einen Schnitt. So. Und jetzt ist er. Packen wir hier mit rein, den Schnipsel. Und da haben wir schon eine Sammelkiste mit Ersatzteilen. Da sind schon etliche solche vorhanden. So, das ist Papier, das ist Plaster. Hier müssen wir uns noch was rausschneiden. Ja, liebe Eisenbahnfreunde, das war's schon. Die Lok ist fertig umgerüstet. Ich werde jetzt noch mal aufs Testgleis stellen am Computer. Und dann gibt's das nächste Video, die Probefahrt von der Ludmilla Proton. Bis dahin, tschüss!